Mein Name ist Robert Slotters, ich bin Servicetechniker im Bereich Service bei der Firma Herbert. Wir machen hauptsächlich Wartungstermine, wir machen aber auch Inbetriebnahme von Heizungsanlagen, Pelletanlagen, Solarthermie, das ist das Hauptaufgabengebiet von mir und Störungsbeseitigung im Notdienst. Ich bin der Marcel Ertel, bin 29 Jahre alt, bin bei der Firma Herbert als Projektleiter eingestellt. Ich bin Projektleiter im Bereich Anlagenbau. Sprich, wir machen hauptsächlich Industriekunden. Das ist von einem Dampfkessel bis zur normalen Heizung. Machen aber auch gleichzeitig große Mehrfamilienhäuser, Gewerbebereiche, alles was in dem Bereich Heizungstechnik ist. Also mir ist wichtig, dass das Ganze strukturiert ist. Und das Thermoelement. Dass ich mich nicht um alles kümmern muss, sondern ich kriege meine Aufträge auf meinem Pad und kann das abarbeiten. Ich weiß genau, was für Material da eingesetzt werden muss. Da steht alles in dem Auftrag mit drin. Und sobald ich den Hof verlasse, muss ich mich nicht mehr um alles kümmern, so wie es bei Kleinbetrieben ist. Und das ist bei der Firma Herbert sehr, sehr wichtig und sehr gut. Sobald der Kunde unterschrieben hat und wir das Ganze als erledigt anklicken, ist der Auftrag für uns erledigt. Das Ganze wird zurückübertragen als PDF-Datei, wo der Kunde auch sieht, wo er, was er unterschrieben hat. Wir haben Projekte, die extrem groß sind, wo man die Präsenz auf der Baustelle eben hat und auch öfters vor Ort sein muss. Und unsere Aufgabe ist auch mit dem Obermonteur vor Ort auf der Baustelle zu sprechen. Wir haben ja auch die Montagemeister, mit denen müssen wir uns ja auch abstimmen. Die müssen involviert sein, um dann gemeinsam eben eine Lösung zu finden. Ich brauche irgendwo die Herausforderung. Die Herausforderung hat man auf jeden Fall jeden Tag. Sei es die Baubesprechung, sei es Telefonate, die Bestandskunden, die man eben hat, die teilweise anrufen, sagen, pass mal auf, wir bräuchten das und das. Am meisten gefällt mir bei Herbert, dass man eben die kurzen Wege hat. Es ist immer noch, trotz der Größe hier, ein Familienunternehmen und da fühlt man sich auch wohl, weil da ist man einfach, man wird geschätzt und man wird auch wirklich freundlich empfangen und aufgenommen von der ganzen Firma. Ich lerne jeden Tag noch dazu, das ist glaube ich bei jedem Kollegen so und das ist mir auch wichtig, dass ich eben, wenn ich Fragen habe, auch eine Antwort bekomme und dann nicht eben mir jemand sagt, ja komm nächste Woche wieder, komm dann wieder, sondern dass man auch wirklich sagt, ich habe eine Frage und ich kriege sie auch direkt beantwortet. Die ganzen Kollegen sind alle zuvorkommen, die helfen einem, die unterstützen einen. Wenn man gerade neu ist, ja, dann fragen die auch, brauchst du Hilfe, kann man dir irgendwas Gutes tun? Also es ist wirklich sehr, sehr freundlich in der Firma und das ist sehr positiv. Dass ich hier reinkomme und gehe mit einem Lächeln praktisch in die Firma, das hat ja auch nicht jeder.